Paula Brunol, das geht bald los mit der neuen Saison beim EHC Visp. Typisch jetzt die 9. Saison, wenn du in Angriff natürlich eben der Oberwalliser. Wie war die Vorbereitung aus deiner Sicht? Ja, die Vorbereitung ist eigentlich ziemlich gut verlaufen. Wir haben hart gearbeitet auf dem Eis, aber auch neben dem Eis. Und man hat es auch gesehen, die Resultate sind plus minus eigentlich da gewesen gegen B-Club. Dieses Jahr habt ihr nicht mehr individuell trainiert, euch miteinander Kondi-Training gemacht. Wie war das? Ja, es war zweimal in der Woche. Es war etwas Neues. Man hat neue Sachen gesehen. Von dem her war es eigentlich mal eine gute Sache gewesen. Man hat ein paar andere Übungen auch machen können. Dieses Jahr habt ihr euch verstärken können, sagt man. Vor allem mit der Defensive. Glaubst du, seid ihr da ein bisschen stabiler gekommen? Ja, ich denke, der Abgang vom Schüttbach ist sehr gut kompensiert worden. Wir haben den Loi jetzt fix geholt, der war zwar schon der Playoff da gewesen. Nachher der Geiger, der uns sicher auch sehr helfen kann. Und nachher natürlich der Bucher, der eigentlich so ein bisschen prädestiniert ist für seine Rolle. Wir haben natürlich den Abgang von Luca. Luca Triulzi, seit Jahren ein Trio zusammen mit dir und Dolana. Jetzt, wie funktioniert das mit einem neuen Sturmpartner? Habt ihr das schon ausprobieren? Ja, wir haben jetzt eigentlich lange mit dem Botta gespielt und jetzt aber sind wir mit dem Michailov dahinter und ich denke, es ist beides eine gute Alternative. Braucht das ein bisschen Zeit, bis eben die Automatismen wieder spielen dient? Ihr drei seid ja eingespielt gewesen, kann man sagen. Ja, es braucht schon Zeit, vielleicht weil jeder Spieler ist ja ein bisschen anders, aber eigentlich sind wir Profi genug, dass das innerhalb von kurzer Zeit hinhauen sollte. Du bist jetzt in der dritten Saison Kapitän bei mir, HC Visp, bei vorne Spieler. Der SCB hat ein Experiment, jeden Monat einen anderen Kapitän. Wäre das auch etwas für dich, HC Visp? Ja, es ist schwer zu sagen, wie sie das handhaben. Ich meine, mir wäre es in dem Sinn gleich so, wie es der Plus gesagt hat, dass sie das machen, um mehr Verantwortung auf die verschiedenen Schultern zu verteilen. Aber ich glaube, es ist sich jeder bewusst, ob er ein C hat oder nicht, dass er Verantwortung muss übernehmen muss. Da ist eigentlich jeder eingeschlossen. Ich meine, von einem Hellsti, der ja ewige Jahre schon da ist, und auch von anderen Spielern, auch von neuen Spielern oder von jüngeren Spielern, da muss sich jeder seiner Verantwortung bewusst sein. Und ich glaube, das sind sie auch. Und du bist bereit, die Verantwortung weiterhin zu tragen als Kapitän? Ja, sicher, ja. Das letzte Jahr haben wir einen katastrophalen, starken 6 Spiel, 5 Niederlagen am Anfang. Das will wir dieses Jahr nicht mehr erleben, oder? Nein, definitiv nicht. Also, das ist, ja, also so etwas möchte ich definitiv nicht mehr erleben, weil es ist doch recht ans Gemüt gegangen, dass wir wirklich am Anfang so am Schwanz gewesen sind und es eigentlich recht lang gebraucht hat, um wieder raufzukommen. Darum, der Start ist einfach gut, wenn es einfach geht in dem Sinn. Aber es kommt zum Anfang gerade der Hertha Brocken holen mit dem EHC Olten, dem Qualifikationssieger. Da müsst ihr schon dran sein. Ja, das ist ganz klar. Also die ersten zwei Spiele, da wird uns nichts geschenkt im Allgemeinen. Ich denke, wir sind jetzt der Meister und jeder will uns schlagen. Und darum wird es umso härter, die Quali gut, oder besser gesagt, in den vorderen zwei, drei Rängen zu beenden, weil jeder will die schlagen. Alain Brunol, besten Dank und alles Gute zum Start der neuen Saison. Merci.